Hallo Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Far Cry 3 Blood Dragon. Ich bin Plym und wir sind hier in dieser Höhle. Beim letzten Mal wurden wir von diesem Sloan, hieß der Sloan? Ich weiß es gerade nicht mehr. Gefangen genommen. Und ich dachte mir so eine, oh mein Gott, ja. Ich dachte mal, da hinten ist doch irgendwas. Muss ich jetzt erst hier durch, ne? Ja. Okay, gut. Gehen wir. Ist es draußen oder ist es noch drin? Naja, gehen wir erstmal raus. Was ist das für eine blaue Linie am Boden? Ah, was ist das für ein blauer Schleim? Habe ich doch auch gerade gefragt, Mann. Zwischen Sabber. Heilige Scheiße. Aha, ich sag doch, das ist Sabber. Oh. Hi. Alles fit bei euch? Oh. Dr. Darling erwähnte ihre mangelnde Sehkraft. Hocken scheint angebracht. Die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er ihre Gegenwart meldet. Ich möchte noch mal kurz da rein, um was zu gucken. Ich denke mal, das wird ja nicht verkehrt sein, wenn ich jetzt mal kurz hier diese Kiste oder was ist da. Hören Sie, wenn Sie nicht in der Hocke sind. Ja, aber ich bin doch hier drin, da passiert mir doch nichts, oder? Ach, easy, kein Problem. So, erstmal hier. Erstmal checken, ob hier halt wirklich nichts ist, weil ich will halt wirklich nichts verpassen, einfach nur, weil ich zu faul war, nochmal zurückzugehen. Aber es scheint hier wirklich nichts zu sein. Okay, dann eben wieder zurück. Hier wieder hoch. Ja, Warnung, die Drachen werden von akustischen Phänomenen namens Geräusch angelockt. Die Warnung ist so geil. Sie werden von einem akustischen Phänomen namens Geräusch angelockt. Okay, cool. Oder nicht cool, je nachdem, was für uns besser ist. Hier der Sabber, der langsam runterfließt. Braucht man nicht. Die ganzen Cyberherzen zu sammeln, hat übrigens überhaupt keinen Sinn ergeben. Hi. Hallo. Wie geht's? Ja, friss nur weiter. Du sollst die Fresse halten, die werden von Geräuschen angelockt, du Spacko. Hab nichts gemacht. Ne, ich weiß nicht, wie ihr das genau, seht. Genau, hier gibt's nichts zu sehen. Aber, was ich sagen wollte, die Dinger... Ach, wie über dieses Symbol in die Luft projiziert werden. Die Dinger haben irgendwie keine Flügel. Dafür, dass es Drachen sind, haben die wirklich ziemlich wenig Flügel. Ja, das mache ich doch gerade. Schleiche an den Drachen vorbei. Das Ding steht mir im Weg, verdammt. Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Aha. Werfen Sie Cyberherzen, um den Drachen wegzulocken. Dafür brauche ich also die Cybergedönsels. Okay. Dann nehmen wir mal hier die Cyberherzen. Fuck yeah. Fuck yeah. Wie kann ich Cyberherzen werfen? Mit T oder was? Ekelhaft. Ich liebe das. Drücke G, um ein Cyber zu werfen und Drachen abzulenken. Komm schon, komm schon. Ich hab ein Cyberherz da hinten hingeworfen. Aha. The Dragon Mission runs Ziel. Away. Den markierten Aussichtspunkt erreichen. Ich empfehle, weitere Cyberherzen zu sammeln. Okay, ich sammle so viele wie möglich. Schön, Drache. Alles easy. Was ist denn da drüben? Ist das so eine Schildgedönsel? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Auch cool, wie hier alles so im Wind weht. So. Na hier. Ich mag den Grafikstil von Far Cry 3 Blood Dragon wirklich sehr, sehr gerne. Müssen wir jetzt den ganzen Weg schleichen? Die Drachen hören Sie, wenn Sie nicht in der Hocke sind. Ich bleib in der Hocke. Hoffentlich entdecken die Dinger mich nicht. So. Da liegen noch ein paar Leichen. Den werde ich noch Cyberherzen entrauben. Der da hinten jetzt nicht, weil das ist mir zu, ne, ist mir zu blöd. Da jetzt auch nochmal hinzulatschen. Ich muss wahrscheinlich sowieso da runter gleich. Also werde ich den jetzt erstmal nur dem Spacko und dem Spacko. Nimm dein Herz in die Hand, genau. Ich glaube, er hatte das Herz am richtigen Fleck. Kommen wir da hoch, ohne irgendwelche Probleme zu verursachen. Ja, du siehst mich nicht, ne? Nee, du bist zu blöd. Alles klar. Vergessen Sie nicht, der Schild schützt die Soldaten im Inneren vor den Drachen.
aber er hält nicht deren Fusionslaserschüsse ab. Deren was? Hallo? Der Flucht. Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz an die von mir markierten Orte. Okay. Warum nicht? YOLO. Beiß schön rein, kleiner Freund. Du hast mich nicht gesehen. Ah, der Drache. Was für Fusionslaserschüsse? Hallo? Heilige Scheiße. Oh, diese Fusionslaserschüsse. Alles klar. Ui. Ich halte mich am besten mal da raus. Ich sollte gar nicht hier sein. Oh nein, sie holen sich die Wissenschaftler. Hauen sie ab. Nicht, wenn sie es mit Sloan aufnehmen wollen. Durchsuchen sie die Festungsanlagen nach Ausrüstung. Ich habe in dem Bunker Waffen lokalisiert, die sie nutzen können. Ja, ich bin dabei, ne? Komme ich da einfach so easy peasy durch? Sie können Garnisonen auf mehrere Arten sichern. Töten Sie alle Gegner selbst, locken Sie Drachen zum Haupttor oder deaktivieren Sie die Megaschilde. Dadurch werden automatisch Drachen in die Garnison gelockt. Oh, vielleicht können Sie auch... Verdammt nochmal, halt's Maul, Hart. Ich mach, was ich will. Verstanden. Denken Sie nur daran, dass es zwei Wege gibt, die Megaschilde zu deaktivieren. Entweder an der Konsole oder direkt am Generator, der sich zerstören lässt. Bla bla bla, töte bla bla bla. Okay, ich habe vor, die Hauptschilde zu deaktivieren. Auf der Konsole. Es sei denn, das ist der Generator. Dann mache ich es am Generator. Ah, ich gehe erstmal rein hier. YOLO. Hier drüber, so zack. YOLO meine ich übrigens nicht ernst. Man könnte auch sagen YODO, you only die once. Das finde ich persönlich sogar noch besser als YOLO. Ja, wobei beides scheiße ist. So, gut. Haben wir das schon mal geklärt. Den Typen da hinten könnten wir eigentlich mal übertrieben umnieten. Zack. Weggeschlitzt einfach. So, was ist denn da hinten? Das ist eine Steuerkonsole, ne? Da will ich hin. Wie komme ich da hin? Da lang. Und wie komme ich da lang? Komme ich von hier irgendwie da lang? Ich glaube, ich bekomme keinen Fallschaden, oder? Das wäre ganz nett. Nö, bekomme ich echt nicht. Das ist cool. Und nett. Cool und nett gleichzeitig. So, ich möchte aber da lang, dann da hinten. Da steht aber einer. Also keine gute Idee. Nein, ich möchte nicht alle Soldaten der Omega Force eliminieren. Nur den da. Nur den da. Zack. Und jetzt auch den. Okay, okay, okay. Sie haben mich gesehen. Das heißt, Seilrutsche ist nicht mehr so. Ja, doch, Seilrutsche schon, aber... Sind Sie in Sicherheit? Bin ich. Uiuiui. Und gleich wird es sicher blutig und laut. So ein Zufall. So wollte ich meine Kinder nennen. Blutig und laut? Was ist denn das für ein Name? Bom. So, perfekt. Verstärkung ist unterwegs, aber das interessiert mich jetzt mal gerade gar nicht. Ich möchte nämlich jetzt erstmal da dieses Dingens deaktivieren. Diesen. Ich will, dass Drachen hier reinkommen. Ist bestimmt witzig. So, kommen wir da irgendwo hoch? Ist da irgendwie eine Leiter oder so? Leute, ihr könntet aber eure Wege besser beschildern. So, und perfekt. Und ich würde sagen, komme ich da noch ran? Ja, benutzen. Aus die Maus, zack. Garnisons-Megaschilde deaktiviert. Garnisons-Megaschilde deaktiviert. Ja, so muss das, würde ich sagen. Und da kommen die Drachen auch schon. Ah, perfekt. Das war ein bisschen einfacher, einfach die Megaschilde zu deaktivieren. Kann ich hier auch wieder aktivieren? Wie ist denn das? Geht das? Keine Ahnung. Ah, Ausrüstung und Kohle. Wenigstens nicht immer so 2 oder 1 wie im letzten Teil. Der Bogen ist auch cool, der leuchtet schön. Oh. Erinnerung, Sie können Cyberherzen benutzen, ja, um den Drachen aus der Garnison zu locken. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Jetzt haben wir hier auch unterirdische Pfade, das ist cool. Hier mal hoch, zack, 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 zack. Man hätte an die Leiter springen können, ne, aber... Okay, helfen wir dem Dragon mal ein bisschen. Zack.
Pfeil in die Fresse geballert. Ach, ich kann die eigentlich in Ruhe lassen. Der Drache macht das schon. Ne, würde ich sagen. Der Drache kann aber langsam mal sterben, weil, wenn der Drache nicht rechtzeitig stirbt, dann muss ich den nachher noch killen. Da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. Wir können den ganzen Leuten jetzt mal zusehen bei ihrer Arbeit. Finde ich auch ein bisschen asozial, aber gut, kann man nichts machen. Werfen wir doch mal eine Granate hin. Zack. Auf den Dragon. Der Drache scheint sich aber ziemlich wenig für uns zu interessieren. Oh, oh. Der kann sich ruhig weiter ziemlich wenig für uns interessieren. Kommt er eigentlich hier runter? Ich schätze nicht. Aber da wird uns ja netterweise immer die Energie vom Drachen angezeigt. Ja, ich springe erstmal voll daneben. Patrick, ist okay. Ich könnte den jetzt hier rauslocken und dann die Schilde wieder aktivieren, ne? Wo ist denn der Drache? Hallo? Ich werfe einfach mal ein Herz hier raus. So, zack. Hier, Junge. Oh. Gucken wir uns doch mal an, was der Drache jetzt fabriziert. Missionsziel, wirf Cyberherzen um die Blutdrachen. Aha, das geht ihre Megaschilde. Habe ich jetzt alle... Aha, ja, jetzt habe ich es geschafft. Und das wird grün. Oh yeah. Es scheint vorbei zu sein, Sergeant. Dann sollten wir uns mal treffen. Schicken Sie mir Ihre Koordinaten und ich komme. Koordinaten empfangen. Missionsziel, Treffen mit Dr. Elizabeth Darling. Das Auto ist kaputt, hä? Ja, hat ja nicht mehr Räder. Hm. Kann ich die ganzen Spekulatius-Brüder jetzt hier looten? Guck mal, ein Pfeil. Voll der Leuchtepfeil. Warum sollte man Pfeile zum Leuchten bringen? Ich versteh's nicht. Hallo. Hallo. Vielleicht Drache. Schlitz. Oh. Hi. Uiuiui. Uiuiuiui. Okay, hier ist ja genug Munition. Versuchen wir mal einen Drachen zu killen. Nein. Oh, Kacke. Ja, geil. Versuchen wir nicht den Drachen zu killen. Genau, das werden wir tun. Seid ihr jetzt auf meiner Seite? Warum ist das jetzt... Warum sind die auf meiner Seite und warum ist das explodiert? Egal. Looten wir mal Monsieur Oberspacko hier. Hallo, Monsieur Oberspacko. Ich möchte gerne Dankeschön. So, hier rein wollen wir. Ah, jetzt kommt wieder so eine schöne Zwischensequenz. Ich halte mal meine Klappe. So würde ich sagen, wenn das Spiel gut wäre. Ja, vielen Dank. Die Laufanimation. Was sind das für Dinger? Wir sind nicht sicher. Vielleicht lebende Fossile aus der frühen Kreidezeit. Wir nennen sie Blutdrachen. Oder kurz BDs. Als Sloane ihr Blut getrunken hat, hat er seine Kybernetik überladen. Bloodtracker. Er hat ihr Blut getrunken? Ist das ein Witz? Nein, Sergeant. Wenn's einer wäre, dann ein schlechter. Das Blut hat Sloane überladen und ihn noch stärker gemacht. Und verrückt. Und asozial. Und sehr hässlich dazu. Warum helfen Sie Sloane? Und was hat er mit der Rakete vor? Sergeant, beruhigen Sie sich, bitte. Mit den Raketen haben wir die biochemische Wirkung des Blutes beim Abwurf getestet. Raketen? Etwa mehr rote Speere? Wie viele? Eine pro Basis. Ich weiß nicht, viele. Ich glaube, Sloane hat kein Interesse mehr an den Tests. Ich will gar nicht davon reden, was es mit normalen Menschen macht. Hat er deshalb die Seiten gewechselt? Sergeant, diese Pausen sind auf irgendeiner Seite. Jetzt hat er die Raketen und Gott weiß, was er vorhat. Aha. Eine Spitze. Was ist mit der Nadel, Doc? Naja, dadurch werden sie mehr wie Sloane. Viel, viel stärker. Nur ohne die Nebenwirkungen. Nein, Doc. Niemals. Ich habe einer Lady einen Eid geschworen. Ihre Frau? Nein. Lady Liberty. Sie lehrte mich, dass sie keine Drogen nehmen.
Sergeant Rex Power Code. Also, Sloan betreibt 3 geheime Einrichtungen, die alle für seine Operation wichtig sind. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie da sind. Dann gebe ich Ihnen alle Infos, die Sie brauchen. Alles klar. Mach ich. Kein Problem. 3 geheime Werke. 3 geheime Labore. Mein Schulquietsch. Das klingt nach einem Plan, Doc. Was ist mit Ihnen? Sind Sie hier sicher? Nein. Ja, solange Sloan nicht merkt, dass ich Ihnen helfe. Viel Glück, Rex. Nee, sieht man nicht am großen grünen Licht. Stimmt. Sieht man nicht. Eklig. Wenn du Feuer fängst, dann schrei mit deiner Spielfigur. Das ist wie beim irgendwas. Yeah! Erfolg. Das liest man gerne. Ist das ein Automat? Wenn Sie eine Garnison wie diese gesäubert haben, werden Nebenmissionen an den Abenteuerkonsolen verfügbar. Abenteuer. Durch die Befreien von gesonderten Rüstung auf blablabla. Geiselretter oder Pfad des Raubtiers. Aha. Wir sollten die Fans nicht enttäuschen. Ziehen wir das durch. Okay, ziehen wir das durch. Geh zur Abenteuerkonsole. Alles klar, aber das machen wir dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play. Ach komm, gucken wir uns das in diesem Part an. Abenteuerkonsole. Hallo. Eh halten zum Interagieren. Aufsätze freischalten. Aufsätze machen deine Waffen größer und besser. Du willst sie, du brauchst sie, du kriegst sie durch. Die Vollendung von Geiselrettung und Pfad des Raubtiers Abenteuern. Das Sammeln von Dingern, Bumsen und Gedönsen, Gegenständen und die Jagd auf Tiere. Okay. Geiselrettung. Deine Aufgabe bei diesem Geiseldrama ist es, irgendeinen Wissenschaftler-Typ zu befreien, indem alle Omega-Soldaten in dem Gebiet tötest. Aber sei vorsichtig, wenn sie dich entdecken, machen sie die Geisel kälter als den Weltraum. Aha, okay. Rette einen Nerd. Okay, ich werde einen Nerd retten, also mich selber quasi. Denn so einer bin ich, aber das machen wir dann mit dem Bogen. Und, was noch? Ich sagte Bogen. Hallo, ich will meinen Bogen. Ich will nicht diese schwulen Waffen. Ich will... Was, mein Bogen? Bogen. Krieg ich den hier? Nö, da kann ich ja nicht ran. Nichts zu fürchten, außer der Furcht selbst. Genau, man sollte die Furcht fürchten. Das macht keinen Sinn. Aha. Nein, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich will meinen Bogen wieder haben. Kletter jetzt hoch. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Far Cry 3 Blood Dragon. Ja, ich bin Klümmhund beim letzten Mal. Nee, Quatsch, das sage ich erst, wenn der nächste Part losgeht. Dieser Part ist ja jetzt beendet. Ich würde mich über Kommentare sehr freuen, auch über das Abonnieren und Daumen hoch. Daumen runter geht der jetzt nicht mehr. Hoffentlich habt ihr das auch nicht gemacht. Falls es euch nicht gefällt, könnt ihr es natürlich in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Fart Dry. Genau, Fart Dry. Ein trockener Furz. Blood Dragon. Ciao.